Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zu Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen. Es wird angekündigt, wir machen mal ein längeres Beispiel, hatte ich zumindest auf Discord angekündigt. Also wir gucken uns mal an, ob wir irgendwelche Differentialgleichungen finden, die mit diesem Bildchen hier zu tun haben. Und dann machen wir so weiter. Ich hätte am Anfang mal gefragt, ob wir hier klassische Vorlesungen oder Flipped Classroom machen. Dann machen wir ab Donnerstag mal eine Runde, ein, zweimal Flipped Classroom und gucken, wie uns das gefällt. Ich meine, ich glaube, mehr als einmal brauchen wir eh, dass man in den Rhythmus reinkommt. Das heißt, ich stelle Ihnen direkt heute im Anschluss dann so eine Anleitung online, die Sie sich bitte vor Donnerstag angucken. Dann können wir am Donnerstag Fragen besprechen, Beispiele rechnen und sowas. Das ist dann das neue Thema. Donnerstag sind wir mit den Differentialgleichungen erstmal in der Vorlesung durch dann. Hier habe ich ein Bildchen aus der Wikipedia rauskopiert, wo Kohlenstoffkreislauf steht, wobei ich gar nicht weiß, ob Kreislauf eigentlich so ein gutes Wort ist. Können wir nachher mal gucken. Und da steht, wo wir Kohlenstoff so überall haben hier auf der Erde. Also in der Atmosphäre, da reden wir häufiger drüber, in Form von CO2. Und dann haben Sie mir auf der Chatwall schon Vorschläge gemacht, wie Kohlenstoff sonst noch irgendwo eingebaut werden könnte. Klar, Sie haben das irgendwo in irgendwelchen Mineralien. Und Sie haben das natürlich jetzt hier zum Beispiel in Pflanzen und Tieren eingebaut, hier Biomasse im Land. Also die nehmen aus der Luft, aus der Atmosphäre, nehmen die was auf und speichern es, mal länger, mal kürzer. Ne? Dann haben wir an verschiedenen Stellen im Meer das CO2 drin, in Tieren und auch direkt gelöst, und in Pflanzen natürlich und auch direkt gelöst hier. Da ist es dann meistens noch ganz gut zu unterscheiden, stellt man fest, wenn man sich das genauer anschaut, was haben wir so in der Meeresoberfläche und was haben wir in der Tiefsee an CO2. Da gibt es nochmal Prozesse, wie das eine vom anderen weitergegeben wird. Und dann hatten wir hier das, was die Menschen vor allem so seit 200 Jahren oder sowas vermehrt machen, ne? Vor 200, 300 Jahren. Zusätzliches CO2, zusätzlichen Kohlenstoff in die Atmosphäre pusten. Und hier ist jetzt immer so angegeben, vielleicht so ein bisschen, sieht hübsch aus das Bild, aber noch so ein bisschen unübersichtlich, also wie viel CO2 ist wo hier in der Atmosphäre oder hier irgendwo im Boden und wie viel wird reingeblasen. Und dann sind immer hier so Angaben, also es ist was da oder es geht auch was hin und her zwischen verschiedenen Bereichen, na, zwischen der Atmosphäre und der Meeresoberfläche stehen hier irgendwelche Zahlen und so weiter. Wollen wir uns das mal ein bisschen genauer angucken? Das heißt, wir schauen uns ein paar große Ecken raus, wo jetzt hier Kohlenstoff sein könnte und gucken uns an, wie es vom einen Bereich in den anderen übergeht. Das, was jetzt als die nächsten Schritte, die jetzt kommen, orientieren sich sehr an diesem Buch hier, Systemanalyse. Man könnte das ein Boxmodell nennen, was wir jetzt hier machen, falls Ihnen das später mal wieder begegnet. Gut, also ich habe dieses Bildchen jetzt hier sehr vereinfacht nochmal nachgezeichnet gleich. Und zwar sagen wir einfach, wir haben CO2 in der Atmosphäre, wir haben CO2 so in Landbiomasse, ja, da könnte man vielleicht hier diesen Wald hier drüben auch noch mit dazu nehmen, aber ja, nicht die Fabrik da. Und dann haben wir die Meeresoberfläche und die Tiefsee und es geht zwischen verschiedenen Bereichen hin und her, es gibt Verbindungen von wo nach wo CO2 so übergeht. Diesen zusätzlichen Einfluss hier reden wir dann erst im übernächsten Schritt. Also gucken wir uns das mal an.
das ja mal hier so darstellen. Im Saal noch beides sehen. Zu Hause sehen Sie jetzt nur diese kleine Skizze hier. Also Atmosphäre, Biomasse auf dem Land, Meeresoberfläche und Tiefsee. ABMT habe ich die mal genannt. Unsere Zahlen, die ich hier reingeschrieben habe, die entsprechen dem Zustand, da gab es so einen Gleichgewichtszustand, bevor wir mit Industrialisierung angefangen haben, viel fossile Brennstoffe zu verbrennen und das zu verändern. Diese Angaben hier sind immer in Gigatonnen Kohlenstoff gemacht. Manchmal finden Sie auch dann eben Anteile, was weiß ich, wenn Sie, dann werden irgendwie Parts per Million CO2 in der Atmosphäre oder sowas angegeben. Manchmal finden Sie auch, müssen Sie aufpassen, mich gestern selber gewundert, weil ich irgendwelche Zahlen nicht zusammenzupassen schienen, aber am Ende passten sie doch. Manchmal werden auch Gigatonnen CO2 angegeben. Das ist natürlich dann was anderes als Gigatonnen Kohlenstoff. Ne? Da haben Sie noch die zwei Sauerstoffatome dabei. Gut, also das hier ist ungefähr so der, nennen das mal den vorindustriellen stationären Zustand. Vorindustrieller, stationärer Zustand. Mit 600 Gigatonnen Kohlenstoff in der Atmosphäre, 1800 hier in Tieren und Pflanzen auf der Land, 900 in der Meeresoberfläche und dann hier in der Tiefsee ganz viel, 35.000. Da ist das meiste drin. Ja. So, jetzt habe ich hier geschrieben, stationärer Zustand, nicht irgendwie statischer Zustand. Also da ging schon Kohlenstoff hin und her zwischen diesen verschiedenen Bereichen, aber eben gerade so, dass sich insgesamt dann an dieser Bilanz hier nichts geändert hat. Also in diesem vorindustriellen Zustand haben wir zwischen Atmosphäre und Biomasse an Land, dass jährlich so 110 Gigatonnen Kohlenstoff von der Atmosphäre neu hier in Pflanzen und Tiere eingebaut werden. Aber genauso wird auch wieder Kohlenstoff in diese Richtung abgegeben. Das heißt, diesen Zustand mit den Werten 600, 1800, 900, 35.000 hatte man über eine längere Zeit, aber das heißt nicht, dass sich da nichts getan hat, sondern das war eben so ein Gleichgewichtszustand. Sie sehen das hier, wir haben weitere Verbindungen von der Atmosphäre in die Meeresoberfläche rein, eben auch immer gleich viel in beide Richtungen. Und dann in unserem Modell hier sagen wir, die Tiefsee, die koppelt nur an die Meeresoberfläche. Ne? Die ist immer dazwischen, zwischen den anderen Bereichen. So haben wir ein bisschen vereinfacht dieses Bildchen von der ersten Seite jetzt, dieses hübschere Bildchen von der ersten Seite. Und diese Übergangsraten hier, das sind dann also Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr, wie viel jeweils da so hin und her, die an den Pfeilchen dran stehen. Jetzt können wir mal hergehen und unseren vorindustriellen stationären Zustand irgendwie schön aufschreiben. Da machen wir so einen Zustandsvektor. Also wir schreiben den Wert von A, von B, von M und von T in so ein vierkomponentiges Objekt rein. 600, 1800, 900 und 35.000. Das wäre dieser vorindustrielle stationäre Zustand. Jetzt würden wir gerne verstehen, was ist denn die Dynamik, die hier abläuft. Wir kennen jetzt nur diesen stationären Zustand. Wir haben diese Vorstellung davon, was hier in was umgewandelt werden kann. Kohlenstoff in der einen Ecke, in Kohlenstoff in der anderen Ecke. Und wir wissen aber noch nicht genau, wie diese Prozesse jetzt funktionieren.
Wovon hängt es ab, wie viel vom einen ins andere übergeht? Wir wissen nur, in diesem Zustand hatten wir dieses Gleichgewicht hier. Da ging dann gleich viel von der Meeresoberfläche in die Atmosphäre und von der Atmosphäre in die Meeresoberfläche. Und tatsächlich kommen wir trotzdem mit Blick allein auf dieses Diagramm hier und die Zahlen, die hier stehen, nachher auf eine ganz gute Beschreibung auch dieses Systems dynamisch, wo wir dann auch sagen können, was passieren wird, wenn wir jetzt was ändern hier in dem System. Müssen wir uns also überlegen, wovon wird es abhängen, wie viel Kohlenstoff von der Atmosphäre hier in die Landbiomasse übergeht. Und das wird zum allergrößten Teil davon abhängen, wie viel Kohlenstoff wir hier in der Atmosphäre haben. Also dieser Fluss hier rüber von A nach B wird auf jeden Fall proportional zu dem sein, was in A drin ist. Und genauso der von B nach A wird proportional sein zu dem, was in B drin ist. Wenn Sie irgendwann mal aus irgendeinem Grund plötzlich sehr, sehr viele Tiere hatten, die sich nicht im gleichen Maß weiter vermehren werden, dann wird, wenn die sterben, auch wieder CO2 vielleicht wieder, also wird wieder Kohlenstoff wieder abgegeben. Also immer proportional zu dem, was im jeweiligen Reservoir da ist, werden wir in die anderen abgeben können. Je mehr irgendwo da ist, desto mehr können wir in die anderen abgeben. Und auf der Gegenseite müssen wir jetzt gar nicht so genau hingucken mit dem Aufnehmen, weil wir geben ja von überall her ab. Durch diese Beschreibung haben wir tatsächlich schon diesen Gleichgewichtsprozess hier ganz gut drin. Das funktioniert also recht gut. Also wir schreiben jetzt mal hin, um da zu einem was Dynamischem zu kommen. Sagen wir, der Fluss von A nach B, von dem nehmen wir an, der ist proportional zu dem, was in A vorhanden ist. Erstmal gebe ich den Fluss noch mal kurz an. Der Fluss von A nach B, den schreiben wir so, das ist FBA, wirklich in dieser Reihenfolge hier. Das wären 110 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr. Die Einheiten habe ich hier links unten in Pink angegeben. Wir sagen immer von wo nach wo und lesen das hier unten, so von rechts nach links. Das sehen Sie gleich, dass das ganz gut ist, wenn Sie den Fluss von A nach B als FBA bezeichnen. Das ist wie bei Matrizen mit den Indizes. Wenn Sie die Matrizen multiplizieren, wo sind die Zeilen, wo sind die Spalten? Wenn Sie das rechts mit was multiplizieren, dann ist das eine gute Konvention. Also wirklich, wirklich so rum. Der hier von A nach B. Ernst gemeint, diese Reihenfolge. Also von dem gehen wir aus, der ist proportional zu A. Das ist jetzt unsere einzige Modellierungsannahme, die noch zu dem dazukommt, was hier in diesem Diagramm drin steckt. Wir werden jetzt gleich sehen, allein mit dieser Annahme, also natürlich für jeden von diesen Flüssen, kommen wir nachher auf ein gekoppeltes System von Differentialgleichungen, was diese ganzen Prozesse hier beschreibt. Also schreiben wir irgendwie mal so eine Rate hin. Wir schreiben also hin FBA, Fluss von A nach B, ist KBA, irgendeine Konstante, die diese Vorgänge bezeichnet, mal das, was in A vorhanden ist. Und damit können wir diese Rate auch bestimmen. Dieses KBA können wir jetzt ausrechnen. KBA, das ist doch FBA durch A im stationären Zustand.
Dann müssen wir also nur die 110 durch die 600 teilen und dann kommen wir irgendwie so auf 0,18. Habe ich hier irgendwo ausgerechnet. Das wäre dann also die erste Konstante, die wir nachher in unser Modell irgendwie hier einbauen wollen. Jetzt umgekehrt rechnen wir auch so eine Ratenkonstante aus für den Übergang von B nach A. Den Fluss von der Landbiomasse in die Atmosphäre. Die umgekehrte Richtung, sagen wir KAB, ist jetzt die Konstante für den Fluss, Entschuldigung, KAB habe ich gesagt, dann sollte ich es auch hinschreiben, nicht umgekehrt, ne? Sonst klappt das nicht. KAB, das ist jetzt also für den Fluss von B nach A, die Rate, Ratenkonstante, da würden wir jetzt FAB durch B teilen. Im stationären Zustand war das FAB gleich dem FBA, 110. Aber in B waren 1800. Das heißt, die Konstante, die hier rauskommt, ist nur ein Drittel von der Konstante, die wir da oben hatten. Also das wären so ungefähr 0,061. Ja, wenn ich auch zwei Stellen wieder angebe. Das heißt, diese Konstanten hier, die beschreiben jetzt diese Vorgänge hier oben, wie wir Kohlenstoff von A nach B und Kohlenstoff von B nach A bringen. Und wenn wir jetzt nachher die in irgendein Modell einbauen, dann wird uns dieses Modell nachher sagen können, was passiert, wenn wir andere Werte als 600 und 1800 in diesen jeweiligen Reservoirs drin haben. Also das ist jetzt unsere Modellierung, wie dieses System hier funktioniert. So, jetzt haben wir weitere solche Sachen, die wir ausrechnen können. Oder vielleicht schreiben wir mal eine erste Differentialgleichung hin. Also wir werden nachher noch sagen, wie ändert sich A mit der Zeit. A Punkt schreibe ich mal. Also das soll dA nach dt sein. Also bis hierhin, waren das ja Konstanten. Bisher habe ich mit den Werten von da oben gerechnet, aus dem stationären Zustand. Bis hier A konstant. Jetzt Funktion Zeit. Und jetzt schauen wir, wie ändert sich also das A mit der Zeit. Wir gucken uns A Punkt an. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen verrutscht hier. Ha? Ich mache das ein bisschen höher hin. A nach dt. Nennen wir A Punkt. Ja, da wird was weggehen von dem A. Also ich mache mal ein Minuszeichen hin. Proportional zu dem, was in A ist, wird was weggehen. Und zwar können wir ja von A in der Atmosphäre in die Biomasse übergehen. Das kennen wir von hier oben, das ist dieses Pfeilchen hier. Da schreiben wir jetzt hin ein KBA. Von A nach B, KBA. Und außerdem können wir auch, oder vielleicht schreibe ich es sogar lieber nach links. Schauen Sie, das ist vielleicht sogar besser. Ab hierhin KBA. Und außerdem kann von der Atmosphäre auch was in die Meeresoberfläche übergehen. Also schreibe ich hier noch hin plus KMA. Beide habe ich insgesamt, die ganze Klammer habe ich mit einem Minuszeichen versehen.
Weil das bezeichnet ja jetzt diesen Teile, die weggehen hier. Das sind diese Pfeilchen, was weggeht von A in die anderen Bereiche. In die Tiefsee geht nichts rein, deswegen gibt es einen zusätzlichen Term mit einem KTA. Oder der wäre 0. Es kommt aber auch was dazu. Was würden wir denn jetzt hinschreiben für diesen Vorgang hier? Was in der Atmosphäre dazukommt. Ja. KAB mal B. Jawohl. Und zwar mit einem Plus. Das kommt dazu. KAB mal B. Also so viel wie in B zu dem jeweiligen Zeitpunkt ist, mal diese Ratenkonstante, die wir uns oben schon überlegt haben, für die wir schon einen Wert kennen. Diese andere hier. Jetzt sehen Sie übrigens, jetzt klappt das mit diesem, wenn Sie sich die Indizes denken, wie Indizes an die Matrixelemente bezeichnen, dann klappt es jetzt gerade, dass hier das A auf das A trifft, ne, und das B auf das B und so weiter, so wie wir Matrix mit Index 2, 3 multipliziert nachher die 3 Komponente im Vektor und spuckt dann was in der 2 Komponente im Vektor aus. Ne? Deswegen die Reihenfolge der Bezeichnung. Da oben war noch eine andere Bemerkung. Jawohl, Sie haben vorgeschlagen, dass da noch ein Term fehlt und das ist richtig, wir brauchen noch einen. Es gibt ja noch eine Veränderung hier oben bei der Atmosphäre. In die Atmosphäre kommt auch was rein von der Meeresoberfläche. Das heißt, wir schreiben jetzt hier noch hin KAM, so wie Sie es gesagt haben, mal M. Jetzt sehen wir also, wie sich A mit der Zeit ändert, die Ableitung. Das hängt von A ab, das hängt von B ab und das hängt von M ab. Also allein dadurch, dass die Änderung von A und A selber hier auftauchen, haben wir eine Differentialgleichung für dieses A. Und wenn wir zu jedem Zeitpunkt wüssten, was B und M sind, dann hätten wir hier eine Differentialgleichung und würden sagen, das hier ist irgendwie eine Inhomogenität und können die lösen. Differentialgleichung erster Ordnung, linear. Wenn das auch unbekannte Funktionen sind, das sind sie ja erstmal, dann werden wir jetzt Differentialgleichungen auch für B und M und auch für T hinschreiben. Und dann sind die gekoppelt. Wir haben mehrere Gleichungen, in denen die Ableitungen und diese Funktionen auftauchen. Das ist dann also so ein Differentialgleichungssystem, von dem ich schon gesprochen hatte, als wir mal eine Differentialgleichung höherer Ordnung umgeschrieben haben als System. Hier kriegen wir direkt das System in Differentialgleichungen. Also das ist die erste Gleichung, die wir hinschreiben. Und jetzt sind eben das alles Funktionen der Zeit. Vielleicht schreiben wir das nochmal hier hin. So, das hier, das hier, das hier sind jetzt alles Funktionen der Zeit. Und hier haben wir die Ableitung. Gut. Würden wir analog Gleichungen für E-Punkt, M-Punkt und T-Punkt hinschreiben. Und dann können wir doch hergehen und können alle diese Gleichungen zusammen in ein großes Gleichungssystem schreiben und dann lohnt es sich, Matrizen und Vektoren zu verwenden. Das haben wir ja für den stationären Zustand am Anfang auch schon gemacht. Können wir also sagen, es steht A, B, M, B. Davon die Zeitableitung. Und da werden jetzt auf der rechten Seite jeweils Terme vorkommen, die proportional zu A, zu B, zu M
und zu T sind. Also können wir das so schreiben als eine 4x4 Matrix. Mal genug Platz hier, ich hoffe, das reicht. Mal wieder diesen Zustandsvektor A, B, M, T. Die erste Zeile dieser Matrix kennen wir bereits. Die erste Zeile dieser Matrix liefert uns die Gleichung, die wir gerade eben aufgestellt hatten. Das war minus, vielleicht muss ich meinen Stift ein bisschen dünner machen, minus, kann man das noch lesen, A, BA plus KMA. Das multipliziert ja das A. Dann hatten wir plus K AB. Das multipliziert das B. Das ist das, was das B multipliziert und dann in der A-Punkt-Gleichung auftaucht. Und plus K, Entschuldigung, AM. Und eine Null. Die Null multipliziert das T. Es geht nichts direkt über von der Tiefsee in die Atmosphäre. Wenn, dann nimmt das den Umweg über, nimmt das den Umweg über die Meeresoberfläche. Wo können wir denn noch überall Nullen hinschreiben in unserer Matrix jetzt? Ja, Sie haben eine Null gefunden. Symmetrisch, ja, genau. Wenn nichts von der, das haben wir immer gesagt, ne, die Pfeilchen, es gab nie nur ein Pfeilchen in eine Richtung. Wenn nichts von der Tiefsee in die Atmosphäre direkt übergeht, geht auch nichts direkt von der Atmosphäre in die Tiefsee über. Hier können wir eine Null hinschreiben. Sehr gut, ja. Also die Nullen werden symmetrisch verteilt sein, die gesamte Matrix wird nicht symmetrisch sein, wenn wir unsere Zahlen nachher eintragen, weil wir ja schon gesehen haben, dass zum Beispiel KAB und KBA, okay. Ja. Okay, ich wiederhole es mal laut. Sie haben gesagt, bei der Zeile mit dem B, in der zweiten Zeile, könnten wir die letzten beiden Einträge 0 machen, weil nichts direkt von der Biomasse zur Meeresoberfläche oder zur Tiefsee übergeht. Das geht immer nur den Umweg hier über die Atmosphäre in unserem Bildchen hier. Die Biomasse koppelt nicht an die Meeresoberfläche, nicht an die Tiefsee. Deswegen haben wir da zwei Nullen drin da hinten. Und in der anderen Richtung, wo sind die nochmal, diese Nullen? Ja. So wie ich es hier gemalt habe, ne? Meine erste Spalte war ein bisschen breiter, müssen hier die Nullen hin. Ne? Haben Sie gerade richtig gesagt, können wir wieder überlegen. Das ist ja genau die Kopplung in die andere Richtung von Meeresoberfläche und Biomasse oder von Tiefsee und Biomasse. Oder so wie Sie es vorhin vorgeschlagen hatten, die Nullen sind tatsächlich symmetrisch in der Matrix verteilt, wenn wir über die Hauptdiagonale runterspiegeln. Die restlichen Zahlen nicht. Okay, haben wir damit alle Nullen? Ich glaube ja. Damit haben wir die Nullen. Könnten wir die restlichen Zahlen hier noch eintragen. Ne? Also zum Beispiel, wie ist das? Was muss hier hin? Hier muss hin ein KBA. Die zweite Zeile, erste Spalte. Das ist das, was von der Atmosphäre in die Biomasse geht. Und dann muss man gucken, von der Biomasse, was da weggeht. Das müsste hier auf den Diagonalterm, das sind die mit den Minuszeichen, und die Biomasse, Landbiomasse weg, geht nur in die Atmosphäre. Gibt es nur einen Term hier. Hoppla. Also müssen wir hier ein minus K AB hinschreiben.
Und dann, wie wäre es bei der Meeresoberfläche? Die Meeresoberfläche kriegt was aus der Atmosphäre. Da schreiben wir hier ein KMA hin. AMA, was aus der Atmosphäre in die Meeresoberfläche geht. Und dann, was geht von der Meeresoberfläche weg? Da gibt es wieder zwei Beiträge. Da geht hier was weg in die Atmosphäre und hier was weg in die Tiefsee. Also müssten wir da wieder so eine Summe von zwei Termen mit einem Minuszeichen hinschreiben. Also hier haben wir ein K, das muss ich jetzt hier so ein bisschen reinquetschen. AM plus AEM und die kommen beide mit einem Minuszeichen davor. Hoppla. Ui. Und dann haben wir noch was von der Tiefsee in die Meeresoberfläche kommt. Da haben wir dann also ein KMT hier. Okay, und wer mag mir die letzten beiden Einträge diktieren? Und die Zahlen können wir alle bestimmen aus dem Diagramm, was Sie hier im Hörsaal noch sehen da oben. Da müssen wir nur immer eine Zahl von einem Pfeilchen mit der Zahl vom jeweiligen Reservoir, durch die Zahl vom jeweiligen Reservoir teilen in dem stationären Zustand. Das heißt, wir bestimmen in dem stationären Zustand diese Konstanten, die uns sagen, was wie übergeht. Und danach haben wir aber das Gleichungssystem und können auch mit einem anderen Zustand als mit diesem stationären Zustand starten. Ja. KTM würden wir hier hinschreiben, genau. KTM, was von der Meeresoberfläche in die Tiefsee geht. Und dann der letzte, minus KMT, wäre der letzte hier unten. Von der Tiefsee in die Meeresoberfläche und woanders geht nichts direkt hin von der Meeresoberfläche, nur in die Tiefsee. Okay. So würde das Ding aussehen und die Zahlen können wir alle ausrechnen. Die Zahlen, die da unten in der Ecke stehen hier, die sind alle, na, manche von denen sind sehr, sehr klein, weil zunächst mal schon diese 40 hier sehr klein ist und dann wird es zum Teil noch durch die 35.000 hier geteilt. Das gibt also ein paar kleinere Zahlen da unten. Ja, jetzt habe ich da reingekritzelt und das geht dann nicht mehr mit rückgängig. Ne? Mit dem Fischgerät. Mal wieder dicker. Zahlenwerte. Ausrechnen. Hier oben. Soll ich das mal noch hinschreiben, was dann rauskommt? Dann hätten wir so ein Gleichungssystem, so ein Differentialgleichungssystem. Je nach dt. A, B, M, E ist gleich und jetzt eine große Matrix. Und wenn ich es richtig gerechnet habe, dann haben wir hier minus 0,35, 0,061, 0,110, 0,18, minus 0,61, 0, 0. 0,17, 0, minus 0,16, 0,0011, na, da passieren jetzt diese kleinen Sachen, dann haben wir hier noch 0, 0, 0,044 und, Entschuldigung, und minus 0,0011. Also es ist wirklich ein Gleichungssystem, wo nur diese Funktionen A, B, M, T
alle auftauchen, alles Funktionen von der Zeit, ihre Ableitung, und dann einmal tauchen die immer noch linear auf. Das ist ein lineares Gleichungssystem. Ja. Ja. Ah ja, da fehlt eine Null, ne? Vielen Dank. Und zwar haben Sie gesehen, dass doch hier bis auf das Vorzeichen das Gleiche stehen sollte. Und hier habe ich einen Faktor 10 dazwischen geschmuggelt. Das heißt, da muss das Gleiche stehen bis auf das Vorzeichen, also eine minus 0,061. Vielen Dank. Jetzt könnten wir sagen, wir geben diesem Vektor hier mal einen Namen und nennen ihn v von t. Das ist unser Zustandsvektor, v wie Vektor jetzt einfach hier. Ne? Dann geben wir dieser Matrix hier einen Namen. Das ist die Matrix, wo diese ganzen Ratenkonstanten, da die kleinen k's drin sind. Die nennen wir mal groß K. Das ist diese Matrix. Und hier würde dann eben alle die Ableitung von V stehen. Ich schreibe das mal so. V Punkt von T. Das ist jetzt also ein lineares EGL-System mit erster Ordnung. Schauen wir mal hin, das ist vielleicht wichtig. Erste Ordnung, die höchsten Ableitungen, die auftauchen, sind erste Ableitungen mit vier Gleichungen. Was beschreibt jetzt, wie sich das so verhält? Okay. Das wäre jetzt so ein Differentialgleichungssystem, übrigens linear, konstante Koeffizienten. Das erfüllt immer alle diese Voraussetzungen, die wir letztes Mal in diesem Existenz- und Eindeutigkeitssatz hatten. Also wenn man jetzt hier eine Anfangsbedingung vorgibt, ein Anfangswertproblem draus macht, dann gibt es eine eindeutige Lösung. Und wir werden sogar möglich Methoden kennenlernen, das zu lösen. Wenn es nur eine Gleichung wäre, könnten wir sowas schon lösen. Bei dem System von Gleichungen fehlt uns vielleicht noch ein kleines bisschen. Was könnten wir jetzt tun, um mal unseren Einfluss hier noch zu berücksichtigen? Also wenn Sie gucken hier, über das hier haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Wir haben diesen vorindustriellen stationären Zustand und wir haben uns jetzt überlegt, was sind die Prozesse, die dazu führten, dass dort immer halt da was vom einen Reservoir ins andere Reservoir übergeht, aber gleich viel, nur so übers Jahr. Und deswegen sich dieser Zustand mit der Zeit nicht ändern wird. Ich möchte mal also irgendwie berücksichtigen, dass da noch einen zusätzlichen Vorgang gibt. Wenn wir den hier noch irgendwo hinmalen, ja, also hier vielleicht Menschen bauen irgendwie so Fabriken oder sowas und machen viel Qualm und fliegen durch die Gegend oder sowas in der Art und fahren Auto. So Zeugs hier, also was diese Gesellen hier so machen. Das alles haut das direkt hier nochmal in die Atmosphäre rein. Das ist jetzt der zusätzliche Effekt, den wir noch beschreiben wollen. Wie könnten wir denn den jetzt noch beschreiben? Okay, das wäre eine Möglichkeit. Genau, wir könnten ganz analog vorgehen. Ich habe das ja schon so hingemalt. Ich wiederhole mal, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, wir definieren ein neues Reservoir und legt jetzt diese Ratenkonstante hier fest.
versuchen wir das ganz analog zu dem, was wir bisher gemacht haben. Haben wir aber wahrscheinlich ein Problem, denn irgendwie, da wird es nicht eine Konstante geben, nicht ein so ein kleinen k, sondern das hängt ja davon ab, was wir so tun, wann wir angefangen haben, die Dampfmaschine zu erfinden und im größeren Stil Wälder abzuholzen und dann Verbrennungsmotoren zu bauen und Erdöl und Erdgas zu verbrennen und wann und wie viel. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein Prozess, wo wir durch eine Zahl sagen können, ah, so viel wie da ist und dann geht proportional davon was weg. Zunächst mal ging ja lange Zeit, waren auch schon Menschen da und die haben nicht so viel CO2 in die Atmosphäre geblasen. Bisher war das so, ohne diesen Anteil hier oben, der Kohlenstoff, der wurde nur hier hin und her geschoben zwischen diesen Reservoirs. Geht keiner verloren, kam keiner hinzu. Wir könnten jetzt auch sagen, das ist was Zusätzliches, Äußeres. Und das bringt Zusätzliches, zu bestimmten Zeiten zusätzliches CO2 in die Atmosphäre und damit auch in das gesamte System hier rein. Das könnten wir machen. Also Ihre Idee war gut, aber die Idee bringt uns, wir müssten dann, wenn wir die durchziehen, müssten wir für das klein k schon irgendwie eine Funktion der Zeit hinschreiben. Und mindestens. Und dann können wir uns überlegen, ja, wollen wir nicht, wenn wir es eh nicht mit einer Zahl erschlagen können, wollen wir dann nicht lieber gleich eine Funktion der Zeit für dieses f hier hinschreiben. Für das, was reinkommt. Zu welchem Zeitpunkt in den letzten 200, 300 Jahren haben die Menschen wie viel zusätzlichen Kohlenstoff in die Atmosphäre geblasen? Das wäre das. Das wäre was, was wir irgendwie dazu packen könnten. Wie würde das denn aussehen in unserem Differentialgleichungssystem, wenn wir jetzt sowas hier hinschreiben würden? Wo müssten wir das denn hinschreiben? Also wir wollen weiterhin nur die Reservoire, Atmosphäre, Landbiomasse, Meeresoberfläche, Tiefsee betrachten und sagen, vorher hat man die so für sich alleine gelassen und jetzt kommen da diese Menschen an und schieben zusätzlichen Kohlenstoff in dieses System rein. Ja. Hier, Sie würden hier diesen Eintrag in der Matrix modifizieren wollen, sagen, dann kommt was Zusätzliches in die Atmosphäre rein. Allerdings würde das ja dann immer, je nachdem, das proportional dazu, wie viel in der Atmosphäre ist, sich verändern. Und so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, hängt das gar nicht davon ab, wie viel in A, B, M oder T drin ist, sondern wir packen es einfach so dazu. Wo könnten wir das denn hinschreiben? Ja. Wir könnten hinten noch was dazu zählen. Hier haben Sie, ja, also Sie haben neue Matrix gesagt. Ich glaube, wir brauchen, gut, eine Spalte ist auch eine Matrix. Ne? Also es reicht uns, wenn wir hier hinten was dazu zählen. Ich mache es mal in schwarz. Ne? Wir könnten sowas machen. Wir schreiben hier in die erste Komponente, wo blasen wir den zusätzlichen Kohlenstoff hin? Nur in die Atmosphäre. Nicht in die Landbiomasse, nicht in die Meeresoberfläche, nicht in die Tiefsee, sondern wir blasen es zunächst mal in die Atmosphäre. Wir schreiben hier so einen zusätzlichen Term dazu. Das wäre so, ich mache das mal so, ich nenne den mal so. Das ist der anthropogene Beitrag hier. Dann schreiben wir eine Null hin. Das hier wäre auch wieder eine Funktion der Zeit. Ne? Gibt an, wie viel Kohlenstoff haben die Menschen zu welchem Zeitpunkt jetzt gerade zusätzlich in die Atmosphäre gebracht. Damit, was haben wir damit gemacht? Wir haben aus unserem homogenen Gleichungssystem ein inhomogenes Gleichungssystem gemacht. Also mathematisch ist das eine Inhomogenität.
Also wenn wir jetzt irgendwie gute Daten haben, die sagen, zu welchem Zeitpunkt hat der Mensch wie viel dazugepackt, dann könnten wir hier so eine Funktion der Zeit angeben und könnten ausrechnen, wenn wir das Differentialgleichungssystem lösen können, mitsamt der Inhomogenität, könnten wir ausrechnen, wie sich dann dieser Kohlenstoff auf unsere vier Reservoirs verteilt mit der Zeit. Wir wollen gleich was Simpleres machen nach der Pause, weil da bräuchten wir ja jetzt eine ganze Funktion. Ja? Also das wäre irgendwie, ich glaube, das nochmal hier unten hin. Das hier wäre Funktion der Zeit. Wie viel Kohlenstoff haben Menschen zu welchem Zeitpunkt zusätzlich in die Atmosphäre eingebracht? Wenn wir sagen, wir wissen das nicht so genau, in welchem Jahr das jetzt wie viel waren, ob es 1817 deutlich mehr oder weniger und wie viel mehr oder weniger als 1835 waren. Aber wir wissen, es waren so seit der Industrialisierung insgesamt 300 zusätzliche Gigatonnen. Was könnten wir denn da machen? Also, wenn wir Zeitverlauf nicht so genau kennen, sondern nur, sagen wir mal, plus 200 seit Industrialisierung, seit Beginn der Industrialisierung. Was könnten wir dann tun? Wir könnten einfach mal, es ist ja über große Zeitskalen irgendwie alles passiert, wir könnten doch einfach mal so tun, wir hatten diesen stationären Zustand und dann haben wir bums einmal die 300 Gigatonnen dazugepackt. Das heißt, wir lösen unser Differentialgleichungssystem, das wir bereits kennen hier, Entschuldigung, das ohne die Inhomogenität, mit einer neuen Anfangsbedingung. Es gibt uns tatsächlich sogar noch eine ganz vernünftige quantitative Idee, was hier passiert. Wir werden damit was sehen. Also das ist das Einfachste, was wir tun können. Wir kümmern uns jetzt gar nicht darum, zu welchem Zeitpunkt genau wurde wie viel von den zusätzlichen 300 Gigatonnen in die Luft geblasen, sondern wir schauen uns mal an, wie verhält sich unser Gesamtsystem, wenn wir nicht in dem stationären, vorindustriellen, stationären Zustand starten, sondern in einem Zustand, in dem in der Atmosphäre am Anfang 300 Gigatonnen mehr sind. Die werden sich irgendwie im Lauf der Zeit über die anderen Teile verteilen. Wie werden sie sich verteilen? Wie viel geht wohin und wie lange dauert es? Das wären so Fragen, die wir stellen können. Und wenn dann zum Beispiel diese Effekte nicht gleich in 20 Jahren passieren, dann wissen wir, dass das auch ganz okay war, wenn wir das, was über einen längeren Zeitraum passiert ist, mal hier in einem Stapel reingepackt haben. Wenn wir bessere Daten haben, können wir auch was anderes probieren. Aber das wäre so das Simpelste, was wir jetzt tun können. Und das wollen wir dann nach der Pause machen. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause, dann machen wir um 15:45 weiter.
Ja, Moment. Ich habe zwei Pfeile gemalt, sagen Sie. Wo habe ich zwei Pfeile gemalt? Nee, ich weiß nicht, was Sie meinen. Moment, die A nach DT haben wir gar nicht. Okay, Sie sind hier, oder? Hier. Sie sind hier? Ja, genau hier. Das ist die Ableitung. Das sind die Funktionen der Zeit. Ja, die sind alles Funktionen der Zeit. A, B und M sind Funktionen der Zeit. Und die Ks sind Konstanten.
Gut, es ist Viertel nach. Wir machen weiter. So, Sie haben auf der Chatwall noch so ein paar Bemerkungen gemacht. Und zwar, wenn wir jetzt sowas Kompliziertes wie das, was wir uns hier angucken, so einfach beschreiben wollen, dann ist es klar, da werden wir noch alle möglichen zusätzlichen Effekte finden, die wir jetzt hier nicht berücksichtigt haben. Und unsere Zahlenwerte kann man fragen, wo kommen die genau her und gibt es da vielleicht unterschiedliche Fälle, die wir berücksichtigen müssen. Das ist vollkommen richtig und gut. Ne? Wir machen jetzt hier ein sehr, sehr vereinfachtes Beispiel, um zu sehen, mit was für einer Art von Mathematik wir sowas beschreiben können. Und Ihre zusätzlichen Anmerkungen hier, die könnten wir einbauen in das System. Manche sind vielleicht irgendwie kleine Effekte im Vergleich zu dem, was wir jetzt angeschaut haben und ändern das gar nicht drastisch. Andere sind dann vielleicht interessant. Ne? Also hier war ein Vorschlag, wie wir vielleicht von der Tiefsee es schaffen, dann auf sehr langen Zeitskalen vielleicht doch direkt was in die Atmosphäre abzugeben oder auch nicht. Ne? Auf jeden Fall können wir danach suchen. Ne? Wir sind an der Stelle, wir haben jetzt hier in der Mathe-Veranstaltung irgendwo den Input von woanders her übernommen und haben dann das in ein Gleichungssystem gepackt. Und jetzt können wir uns natürlich noch alle möglichen weiteren Prozesse angucken oder wir können uns fragen, unsere Anfangswerte, wo kommen die genau her, was heißt vorindustrieller stationärer Zustand, da gab es ja auch CO2-Konzentrationsveränderungen vielleicht in der Atmosphäre, zu welchem Zeitpunkt wollen wir starten, da können wir also auch nochmal genauer hingucken, vielleicht können wir auch bestimmte Vorgänge, die zu früheren Zeitpunkten stattgefunden haben, beschreiben mit so einem Differentialgleichungssystem und dann aber mit einem zusätzlichen Antriebsterm,
Hier ist auch noch ein Stichwort drin, Temperatur. Hier ist noch das Stichwort Temperatur irgendwo dabei. Vermutlich wird für ein besseres System, bessere Beschreibung, vieles von dem, was wir hier aufgeschrieben haben, temperaturabhängig sein. Manche Sachen, die jetzt Konstanten sind, sind vielleicht keine Konstanten, sondern Funktionen der Temperatur. Und wir haben dann noch Gleichungssysteme, wie sich die Temperatur verändert. Dann werden es am Schluss ein größeres Differentialgleichungssystem, werden wir auch für weitere Größen nochmal Differentialgleichungen hinschreiben. Aber das Prinzip, Sie haben zusätzliche Ideen und untersuchen dann, wie können Sie die einbauen, aber das Prinzip wird uns schon ein ganzes Stück weit bringen. Mit dem E-Auto jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie weit es uns damit bringt. Okay. So viel zu den Chatwall-Anmerkungen. Jetzt zurück zu unserem einfachen Modell. Also unsere Modellierung bisher hatte so einen Vektor V und T und dessen Zeitableitung können wir anschauen. Und das gab ein Differentialgleichungssystem, eine 4x4-Matrix K. Und dann tauchte hier wieder das V von T auf. Das war also unser DGL-System. Und wir machen jetzt da ein Anfangswertproblem draus, indem wir noch eine Anfangsbedingung angeben hier. Wir sagen V zur Zeit 0. 0 ist, wegen mir heute oder noch immer, ne? 0 ist wegen mir jetzt. Und da sagen wir, dann nehmen wir den stationären Zustand, den wir vorher mal hatten, aber wir packen 300 Gigatonnen Kohlenstoff mehr in die Atmosphäre. Also wo steht der? Hier hatten wir den noch, das waren die 600.000, 800, 900, 35.000, die hier rechts oben stehen. Die schreiben wir jetzt ab, aber wir schreiben in die erste Komponente mal 900 rein. So. 900. 1800, 900, 35.000. Das ist jetzt die sehr brutale Beschreibung dessen, wir packen in einem kurzen Zeitraum zusätzliche 300 Gigatonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre. Und dann fragen wir uns, was passiert, wenn wir danach damit wieder aufhören. Ja, also auch nicht ganz realistisch. Wir blasen kein weiteres CO2 rein, sondern wir wollen nur mal jetzt gucken, was würde denn jetzt die Erde, Tiefsee, Meeresoberfläche, Landbiomasse, Pflanzen, Tiere, Atmosphäre, was macht die jetzt mit diesen 300 zusätzlichen Gigatonnen Kohlenstoff? Wie verteilen die sich? Wo gehen die hin? Und wie lang dauert es? Schon eine Idee, wo die hingehen? Und so was für Anteilen? Und dann gucken wir mal, ob uns das vielleicht das Differentialgleichungssystem irgendwie sagt. Also so haben wir jetzt ein Anfangswertproblem. Ach so, und Anknüpfung nochmal ein letztes Mal hier, die Karl Lindelöf. Das wäre jetzt also ein System von Differentialgleichungen, wo so ein Anfangswertproblem eine eindeutige Lösung hat. Und das ist natürlich auch ganz gut, das würden wir erwarten, wenn wir jetzt sagen, wir ändern nichts mehr an dem ganzen Versuchsaufbau und wir blasen kein zusätzliches CO2 mehr rein, dann soll es jetzt irgendwie eine eindeutige Lösung geben, wie sich dieses CO2, was jetzt im System ist, auf die vier Reservoirs verteilt mit der Zeit. Wir kennen bereits eine Lösung der DGL oder des DGL-Systems.
aber nicht eine Lösung dieses Anfangswertproblems, sondern dieses DGL-Systems. Nur des DGL-Systems, nicht des Anfangswertproblems. Welche Lösung unseres Differentialgleichungssystems kennen wir bereits? Kann sie auch noch mal zeigen. Hoppala, sind mir Seiten verloren gegangen. Ja, hier steht unser Differentialgleichungssystem, entweder da oben mit den Ks hingeschrieben oder da unten mit den Zahlenwerten. Und eine Lösung dieses Systems kennen wir bereits. Die Null. Ja, ein Vektor 0, 0, 0, 0, der würde das auf jeden Fall lösen. Das ist richtig. Was machen wir mit dem? Der ist gut, der ist richtig gesehen. Der ist jetzt leider noch zu unspektakulär. Ne? Der hängt irgendwie gar nicht davon ab, was wir da für Zahlen in das K reingeschrieben haben und so. Der weiß, diese Lösung, die haben wir, aber die weiß nicht so wahnsinnig viel über das System. Wir kennen noch eine weitere, wir kennen noch eine, die ein bisschen mehr weiß. Das ist natürlich gemein, ich zeige Ihnen dieses System hier und eigentlich müssen Sie da gar nicht drauf gucken. Sie müssen jetzt nicht auf die Matrix gucken und die Zahlen anschauen und sagen, oh, da sehe ich da eine Lösung oder sowas, sondern Sie müssen nochmal zurück irgendwie einfach nur an die Ausgangssituation denken. Noch das ohne Menschen hier, haben wir gesagt, wir haben so einen stationären Zustand gehabt. Ausgehend von dem haben wir ja dieses System dahin modelliert. Haben wir gesagt, bevor das hier anfing, hatten wir vielleicht über einen längeren Zeitraum diese Mengen Kohlenstoff in den verschiedenen Reservoirs. Was heißt denn das? Diese Tatsache sollte ja unser Differentialgleichungssystem auch irgendwie wieder abbilden, oder? Von der ausgehend haben wir überhaupt das Differentialgleichungssystem gebastelt. Also wenn wir mal die Mathematik für einen Augenblick vergessen und dann hinterher wieder reinstecken. Also es gab diesen Zustand, der sich nicht geändert hat. Okay, also ich wiederhole das mal, was Sie gesagt haben. Das ist schon sehr gut und Sie sind schon drei Schritte weiter, als ich gerade hin war. Sie haben eine Vermutung angegeben gerade, was denn, ich wiederhole gleich Ihre Vermutung, dass Sie es alle gehört haben, was denn jetzt passiert, wenn wir wirklich dieses Anfangswertproblem hier lösen. Sie haben gesagt, na irgendwie werden sich die zusätzlichen 300 doch anteilig auf die vier Reservoirs verteilen, so in den gleichen Verhältnissen wie hier. Da wird es mit der Zeit hingehen, das ist Ihre Erwartung. Und da haben Sie jetzt schon intuitiv das mitverwendet, was ich gerade mal ausgesprochen haben wollte. Vergessen Sie nochmal die 300 zusätzlich. Aber mal, ich habe behauptet, wir kennen eine Lösung des Differentialgleichungssystems und viel steht hier ja nicht und Funktionen der Zeit stehen hier auch wenige. Und nicht nur die Null, sondern eine interessantere. Welche Lösung des Differentialgleichungssystems kennen wir? Die steht hier auf der Seite.
Wenn wir mit diesen Werten starten, dann bleiben die so. Also die Lösung ist, jeder Eintrag in meinem Vierervektor ist konstant. Aber mit den Werten 600, 1800, 900, 35.000. Wenn wir irgendwie, also wenn wir keinen Mist gebaut haben, beim Aufstellen unseres Differentialgleichungssystems, dann muss dieser konstante Vektor eine Lösung des Differentialgleichungssystems sein. Und genauso haben wir ja diese Matrix gebastelt, dass das passiert. Sie könnten das nachrechnen, bis auf Rundungsfehler mit meinen Kommazahlen, oder wenn Sie gleich die Ks wirklich als diese Quotienten einsetzen, die wir da hingeschrieben haben, dann werden Sie sehen, dass das löst. So haben wir das gebaut. Also wir stecken diese Konstante rein und dann löst das die DGL. Also, nämlich in vorindustriellen was habe ich da geschrieben? Das ist irgendwie kein Wort, ne? Aber da ich so undeutlich schreibe, ist auch egal, ne? Wo ist denn das U? Ah ja, jetzt sehe ich, was ich vergessen habe. Ich versuche es nochmal neu zu schreiben. Schauen Sie mir zu, wie ich schreiben übe. So, den vorindustriellen, und schreiben Sie es schöner, stationären Zustand. Der muss die Differentialgleichung lösen, aber natürlich nicht mit dieser Anfangsbedingung. Ich nenne ihn mal, sollen wir ihn mal V0 nennen. V0 von T ist 600, 1800, 900, 35.000. Wenn wir den in die Differentialgleichung einsetzen, also konstant, ne? Eine konstante Funktion. Wenn wir das in die Differentialgleichung einsetzen, dann kriegen wir hier auf der linken Seite eine 0, weil konstante Ableiten gibt 0. Also ist offensichtlich unsere Matrix so gebaut, dass die Matrix mal diesen Vektor 0 ergibt. V0 Punkt ist 0 und K so, dass K mal V0 0 ist. Ich schreibe das mal ein bisschen fancy. Ich schreibe das mal als 0 mal V0. Das sieht jetzt gerade ein bisschen willkürlich aus, dass ich statt des Nullvektors 0 mal V0 schreibe. Aber damit beginne ich jetzt schon was deutlich zu machen, was Sie vorhin in Ihrer Antwort, wie sich die 300 Gigatonnen verteilen konnten, irgendwie bereits erfasst haben. Denn wenn ich jetzt statt V0 das Doppelte von V0 oder das 1,5-fache von V0 oder das 3π-Siebtelfache von V0 hier einsetze, dann wird auch 0 rauskommen. Also wenn K mal V0 0 ist, dann ist das Ganze noch mit einer konstante Funktion multipliziert immer noch 0. Und das ist jetzt die Begründung dafür, dass Ihre Erwartung richtig ist. Es gibt irgendwie einen stationären Zustand mit 300 Gigatonnen mehr, die dann eben gleichmäßig, also die eben zu gleichen Verhältnissen über die vier Reservoirs verteilt sein müssen. Und das, da wir wissen, dass K mal V0 0 ist,
wissen wir, dass auch der löst. Jetzt ist nur noch die Frage, kommen wir wirklich zu dem hin? Aber zumindest gibt es den. Das ist eine Lösung. Also wenn wir die 300 Gigatonnen gleich so verteilt hätten, ein bisschen was in die Atmosphäre, in dreimal so viel in die Biomasse an Land, den allergrößten Anteil gleich in die Tiefsee gesteckt oder sowas, dann würden wir erwarten, dass das auch zeitlich konstant bleibt danach. Mathematisch heißt dieses V0 Eigenvektor dieser Matrix. Ein sehr spezieller Eigenvektor, das ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 0. Mathematisch V0 ist Eigenvektor der Matrix K zum Eigenwert 0. Diese Matrix und jedes Vielfache von V0 ist dann auch Eigenvektor. Und jedes Vielfache von V0 ebenso. Ihre Lösung, den Nullvektor, könnten wir auch als Spezialfall davon sehen. Diese Matrix hat noch mehr sogenannte Eigenwerte und zugehörige Eigenvektoren. Mit Eigenwerten und Eigenvektoren werden wir uns demnächst beschäftigen, dann werden wir auch lernen, wie man die ausrechnet. Jetzt sage ich Ihnen das einfach. Diese Matrix hat 4 unterschiedliche Eigenwerte mit zugehörigen Eigenvektoren. Also, was ist das jetzt? Ein Preview, ne? Matrix K hat 4 unterschiedliche Eigenwerte, hört sich jetzt EW immer ab, mit zugehörigen Eigenvektoren. Nennen die mal alle Lambda. Der erste, Lambda 1, ist 0. Das ist der, den wir gerade gesehen haben. Matrix mal Vektor ist 0 mal Vektor. Der Vektor ist der Eigenvektor, die 0 ist der Eigenwert. Okay, jetzt habe ich irgendwas gemacht, was Fragen hervorruft. Stellen Sie sie gleich mir. Nee? Dann, das können Sie jetzt nicht sehen, sondern das sage ich Ihnen, diese Matrix hat auch einen Eigenwert von ungefähr, warte mal vielleicht, so, ungefähr minus 0,01. Er hat einen Eigenwert von minus, ungefähr minus 0,1. Und sie hat einen Eigenwert Lambda 4 von ungefähr minus 0,4. Ein bisschen hübscher schreiben hier. Mit zugehörigen Eigenvektoren, das war jetzt ungeschickt, ich habe das vorhin V0 genannt, nenne ich den mal V1, das ist gleich das V0 von oben, nenne jetzt 1, weil ich jetzt die Eigenwerte Lambda 1, 2, 3, 4 genannt habe, nenne ich jetzt mein V0 V1,
Hier gibt es ein V2 dazu, hier gibt es ein V3 dazu und hier gibt es ein V4 dazu. Sollen wir außerdem noch demnächst lernen, dass Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten immer linear unabhängig sind. Wir hatten eh schon gesehen, Vielfache, die werden ja linear abhängig, sind wieder Eigenvektoren zum gleichen Eigenwert. Eigenvektoren zu unterschiedlichen sind linear unabhängig. Später. Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten sind linear unabhängig. So, und jetzt können wir tatsächlich die allgemeine Lösung unseres Differentialgleichungssystems angeben. Und dann können wir sehen, was die Lösung unseres Anfangswertproblems machen wird. Allgemeine Lösung des DGL-Systems. Die sieht jetzt so aus. Ja, wenn wir das jetzt alles verwenden, werden wir ein V von T haben. Haben wir da eine freie Konstante? Sagen wir C1. Dann e hoch Lambda 1 mal t mal v1 plus c2 e hoch Lambda 2 mal t mal v2 plus c3 e hoch Lambda 3 mal t. Das kommt uns ja irgendwie schon so bekannt vor, ne? Dass wir irgendwas hier mit der e-Funktion da haben. v3. Plus C4 e hoch Lambda 4 mal T auf 4. Und da diese Vektoren V1, V2, V3, V4 linear unabhängig sind, können wir durch geschickte Wahl von C1, C2, C3, C4 jeden Anfangswert hinbekommen. Wir müssen unsere Anfangsbedingung als Linearkombination von V1 bis V4 schreiben. Das legt die Cs fest. Und dann haben wir die Lösung gefunden. Schreibe die Anfangsbedingung als Linearkombination von V1, 2, 3 und 4. Das legt C1, 2, 3, 4 fest und liefert die Lösung des Anfangswertproblems. Okay, jetzt haben Sie vielleicht noch nicht gesehen, ich zeige Ihnen das mal und wir machen das auch noch mal in Ruhe, warum denn eigentlich diese Kombination e hoch Eigenvektor mal t, Entschuldigung, e hoch Eigenwert mal t, ich sollte schon richtig sagen, e hoch Eigenwert mal t mal Eigenvektor, warum löst das die Differentialgleichung? Hier steht unsere Differentialgleichung. Hier, wo Sie die Zeitableitung bilden, auf der linken Seite, interessiert Sie dieser ganze mehrkomponentige Anteil überhaupt nicht. Die Zeitabhängigkeit ist ja nur in diesem e hoch Lambda t. Das heißt, diese Zeitableitung bringt einen Faktor Lambda raus. Hier auf der anderen Seite, wo Sie Matrix mal Lösungsfunktion rechnen,
Da interessiert uns dieser skalare Faktor E hoch Lambda T ja gar nicht. Das ist ja nur ein skalarer Faktor, der macht in der Matrixmultiplikation gar nichts, den ziehen wir vorbei. Da haben wir Matrix mal Vektor. Aber Matrix mal Vektor ist Eigenwert, weil es ein Eigenvektor ist, ist Eigenwert mal Eigenvektor. Und das ist das gleiche Lambda wie das, was wir oben in die E-Funktion reingeschrieben haben. Also einmal kriegen wir einen Faktor Lambda raus von der E-Funktion und einmal kriegen wir einen Faktor Lambda raus von diesem ominösen Ding Eigenwert. Eigenwert, Eigenvektor, was wir demnächst erst kennenlernen. Ja, leite hier gerade schon ganz elegant über zum nächsten Thema. Deshalb löst das. Also, ich schreibe Ihnen das jetzt hier so hin. Und da steckt jetzt einiges drin, was wir demnächst noch genauer lernen, warum das so ist. Ich zeige Ihnen das hier gerade mal. Was auf der Seite steht, müssen Sie noch nicht komplett verdaut haben und verstanden haben. Ja? Aber so funktioniert das. Nehmen wir mal an, das stimmt, was ich behauptet habe. Tut's auch. Was wissen wir denn jetzt über diese Lösung? Jetzt nehmen wir unser Anfangswertproblem, unser neues. Da haben wir gesehen, einmal steht hier ja Lambda 1 ist 0, das heißt E hoch Lambda 1 T, das ist 1. Ja, E hoch 0 ist 1. Diese Lambdas hier, wenn wir da oben gucken, die sind alle negativ. Das heißt, die Terme, die gehen mit der Zeit weg. Für lange Zeiten, große T, werden die beliebig klein. Was also für T nach und endlich übrig bleibt, ist das hier. Und das war vorhin Ihre intuitive Erwartung. Für lange Zeiten werden wir eine Verteilung sehen, die in den gleichen Verhältnissen den Kohlenstoff auf die vier Reservoirs verteilt, wie in dem vorindustriellen Zustand, nur ebenso, dass insgesamt die zusätzlichen 300 Gigatonnen mit drin sind. Also das hier, was hier steht, ist jetzt eine Begründung für diese Erwartung, die Sie vorhin geäußert haben. Und wir können noch was sehen. Also für lange, da schreiben wir es mal hin. Für E nach unendlich konvergiert die Lösung gegen E1 mal V1. Vielfaches, das ist ein Vielfaches des vorindustriellen stationären Zustandes. Vielfaches vorindustriellen stationären Zustands. Und zwar mit 300 Gigatonnen Kohlenstoff mehr. Jetzt, ja, hier ist eine Bemerkung. Oh, ja, es müsste T gegen unendlich sein. Habe ich es wenigstens richtig gesagt? Weiß ich nicht. T gegen unendlich, genau. Vielen Dank. Bei T nach 0 sehe ich die anderen Beiträge. Bei T nach 0 nehme ich meine Anfangsbedingung, entwickle die als Linearkombination dieser gefundenen Eigenvektoren. Das ist die Matheaufgabe, finde Eigenwerte, Eigenvektoren. Und dann nimm die Anfangsbedingung, schreib sie als Linearkombination der Eigenvektoren und dann kennen wir die Lösung. So, jetzt wissen wir also schon, was für lange Zeiten passiert. Jetzt ist die Frage, wie lange Zeiten sind lang, wie lang dauert es? Welcher Term bestimmt, wie lang das dauert? Ja? Okay, das ist jetzt, Sie haben gesagt, die Zeit der industriellen Revolution. Den Vorgang von der industriellen Revolution bis heute, den haben wir
bereits abgehandelt. Wir beginnen jetzt mit dem Lösen der Gleichung heute. Wir sagen, wir haben seit Industrialisierungsbeginn zusätzlichen Kohlenstoff reingepackt. Da beginnen wir jetzt mit dem Lösen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt nichts mehr an unserem System ändern, keinen zusätzlichen Kohlenstoff einbringen, dann wissen wir, auf lange Zeiten wird sich der Kohlenstoff verteilen, das meiste wird in der Tiefsee landen. Und meine Frage ist jetzt, wie lang dauert es, bis wir nur noch eine kleine Abweichung oder sowas haben? Welcher Term bestimmt darüber, wie lange das dauert? Ihr vielleicht. Dieser Exponentialterm, sagen Sie, welcher? Wiederhole es mal, dass es auch im Mikro ist. Sie sagen der zweite hier, weil hier, da ist die Zahl, die ist am nächsten bei der Null. Da steht eine kleine negative Zahl im Exponenten vor dem t. Das ist die E-Funktion, die am langsamsten abfällt von den drei E-Funktionen da hinten. Die mit dem e hoch minus 0,4t, die ist schnell weg. Die mit dem e hoch minus 0,01t, die ist langsamer weg. Also der fällt am langsamsten weg. Das heißt, wenn wir eine Weile lang gucken, dann werden wir irgendwann von den Beiträgen hier hinten gar nichts mehr sehen. Aber das hier ist noch die Korrektur zu unserem Zustand, den wir für t nach unendlich vielleicht irgendwann erreichen werden. Also der Term hier, das ist der kleinste Eigenwert, betragsmäßig kleinste. Betragsmäßig kleinster Eigenwert ungleich 0. Der bestimmt, wie lange das dauert. Term mit e hoch minus lambda 2t bestimmt, wie schnell wir uns dem neuen stationären Zustand annähern. Ja, also da könnten wir sagen, zum Beispiel, könnte man die Frage stellen, wann ist die Abweichung nur noch 5%? 5% der ursprünglichen Abweichung. Ja. Also bei t gleich 0 ist ja gerade der Faktor, der da davor steht, vor dem e hoch minus lambda 2t steht ja noch eine Konstante hier, dieses C2, das ist bei t gleich 0, wie sehr diese Lösung, die wir für lange Zeiten sehen, in der Richtung von V2 davon abweicht. Ne? Und dazu gucken wir uns jetzt also an, wann ist dieses e hoch minus lambda 2t auf 5% abgefallen. Also e hoch minus lambda 2t. Lambda 2 war, e hoch Lambda 2, das habe ich falsch gemacht, Lambda 2 war selbst negativ, das heißt, ich muss immer schreiben, e hoch plus Lambda 2 und das Lambda 2 ist negativ, also e hoch minus ein Hundertstel mal t. Und wir fragen uns, wann ist das 5%, also wann ist das 0,05, ja. Das ist das, was wir hier, da
Das t suchen wir, dass diese Gleichung erfüllt. Das ist 5% sind ein Zwanzigstel. So. Also hätten wir jetzt, wenn wir diese Gleichung lösen, dass wir das logarithmieren, minus t Hundertstel wären dann minus der Log von 20. Und dann wäre also unser gesuchtes t. Das Minuszeichen bringen wir rüber und dann hätten wir t ist 100 mal der Log von 20, vielleicht eine Klammer machen, und das sind ungefähr 300 und das wären dann also ungefähr 300 Jahre. Wenn wir jetzt nichts mehr dran ändern. Okay. Gut. Wie machen wir weiter? Na, auch nicht. Mit gesperrten Schirmen machen wir weiter. Wir müssen das mit den Eigenwerten und den Eigenvektoren besser verstehen. Wir müssen ein bisschen lineare Algebra mit unserem Analysis-Thema Differentialgleichungen zusammenbringen. Und im Prinzip, wenn Sie jetzt hier das schon gesehen haben, können Sie sagen, 1 und 2 überspringen Sie gleich und Sie beginnen hier nach diesem ersten horizontalen Schritt, nach der 3, oder Sie gucken das nochmal an. Also hier in Nummer 1 multipliziere ich nur in diesem Video, was hier verlinkt ist, multipliziere ich eine 2-Kreuz-2-Matrix mit irgendwelchen Vektoren. Und dann passiert genau das, dass ein Vielfaches des Vektors rauskommt, mit dem man multipliziert. Und dann definieren wir hier, was ein Eigenwert und ein Eigenvektor ist. Genau das, was wir heute verwendet haben. Wir sagen, eine quadratische Matrix, die hat einen Eigenwert Lambda, wenn so eine Gleichung hier gilt. A mal Vektor ist gleich Lambda mal Vektor. Also wenn es so einen Vektor gibt, dass es so eine Gleichung, dass diese Gleichung erfüllt ist. Und den Vektor nennen wir dann Eigenvektor und das Lambda nennen wir dann Eigenwert. Wir bauen das jetzt ganz langsam auf und dann können wir, wenn wir Eigenwerte, Eigenvektoren besser verstanden haben, nochmal gucken, wie das mit den Differentialgleichungen zu tun hat. Ja, Sie können jetzt das... Sie müssen jetzt nicht gleich, wenn Sie das Blatt durchgeschaut haben, jedes Detail von dem, was ich Ihnen heute vorgemacht habe, am Ende verstehen können. Ich habe jetzt gleich ein bisschen Ausblick. Ich zeige das nachher nochmal auf die letzte Folie. Jetzt muss man die hier aufhaben im Moment. Also, wenn es einen Vektor x gibt, sodass a mal x gleich lambda mal x ist, und zwar einen Vektor x ungleich 0, weil mit x gleich 0 können Sie die Gleichung immer erfüllen, egal was lambda ist, dann nennt man das Lambda Eigenwert und das x zugehörigen Eigenvektor. Und hier steht dann das drin, was Sie vorhin selber schon gemerkt haben, dass Vielfache von Eigenvektoren wieder Eigenvektoren sind. Das ist in den ersten beiden Videos drin. Und jetzt machen wir dieses Flipped Classroom System am Donnerstag. Sie gucken das Blatt so Stück für Stück durch. Die blauen Sachen hier sind links zu kurzen Videos. Da steht immer dran, wie lang oder wie kurz die sind. Und dann unterhalten wir uns über Zwischenfragen, die hier auch schon auf dem Blatt drauf sind oder Fragen, die Sie haben, nächsten Donnerstag und rechnen zusätzliche Beispiele. Dankeschön, schönen Nachmittag, bis Donnerstag.